So, meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa Blue Shift. Ja, Leute, es hat lange gedauert, aber nun ist auch endlich das vierte Kapitel verfrachtet, glaube ich, heißt es, erschienen. Und wie ihr schon wahrscheinlich selbst im Hintergrund sehen könnt, es hat sich einiges getan. Wir haben nämlich ein neues Menü. Und, ja, wie schon gesagt, ist die Mod immer noch in Entwicklung. Das heißt, es kann sich immer noch einiges ändern. Aber jetzt schauen wir uns an der Stelle erstmal verfrachtet an, Kapitel 4, und machen weiter mit dem eigentlichen Game. Auf geht's. Ich glaube, diesmal mit diesem Level kommen wir auch tatsächlich das erste Mal an die Oberfläche. Mal schauen. Okay. Ja, im letzten Part sind wir ja noch durch diesen Deckel hier gekommen. Ich glaube, der war das. Alter, diese Animation. Heftig. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben die Arm-Modelle. Also die Hand-Models. Hand-Models. Bisschen geändert. Also die haben hier wahrscheinlich einiges geändert. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was hier alles noch geändert worden ist und was nicht, aber ich glaube auch das Brecheisen sieht jetzt anders aus. Es ist nicht mehr Vanille. Die Shotgun sieht, glaube ich, auch ein bisschen anders aus. Nicht schlecht. Drainage Kanal. Genau, im letzten Part waren wir ja noch im Kanal. Wo geht's denn weiter hier? Hallo? Hier wahrscheinlich. Verfrachtet. Und anscheinend haben sie auch eine deutsche Übersetzung mittlerweile drin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der uns verarscht. Die springen das Ding nur hier gleich. Ja, bitte. Warte, ich mach mal ganz kurz das Ding ein bisschen lauter, weil ich habe das Gefühl, das ist ein relativ leise. Machen wir mal so auf 60. Alter, die verarschen mich doch. Aber die sehen echt cool aus, ey. Fuck. Diese Mod ist so krass, ne? Leute, ich glaube, ne, es ist auf normal, okay. Ich wollte schon sagen, es ist auf schwer, weil wir werden so schnell runtergeballert hier. Warte mal, wir müssen doch bestimmt hier den Kabel folgen. Also Leute, ich habe auf jeden Fall richtig Bock nach diesem Let's Play, wenn es mal wirklich voll released worden ist, das Ding.
weil ich habe ja gehört, dass, wie auch schon im letzten Part angekündigt, oder in einem der letzten Parts, dass die Mod, wie gesagt, noch in Entwicklung ist und auch die alten Level alle noch überarbeitet werden. Das heißt, dass wahrscheinlich einiges am Ende auch anders aussehen wird als das, was wir schon kennen. Das ist echt richtig geil gemacht. Leute, ich habe mir auch von den gleichen Entwicklern von der Mod hier auch nochmal die Azur Sheep Remake Mod runtergeladen. Azur Sheep ist ja auch eine Mod gewesen für Half-Life 1. Was, glaube ich, sogar noch vor Blue Shift rausgekommen ist. Und da spielt man ja auch so einen Wachmann ähnlich wie hier, den Barney. Und ich meine, in Azur Sheep soll man auch an Orte kommen, die man beispielsweise noch aus Black Mesa kennt. Also aus dem richtigen Black Mesa, beziehungsweise Half-Life 1. Das werden wir uns auch auf jeden Fall noch angucken, sobald wir das Projekt hier abgeschlossen haben, beziehungsweise dieses Kapitel. Weil das nächste Kapitel ist ja bis jetzt noch nicht vorhanden. Boah. Und das ist auf jeden Fall auch... Wie gesagt, ich habe richtig Bock auf diese Mods, die auch Parallelen zum originalen Half-Life irgendwie aufzeigen, wo man so an bekannte Orte und so kommt. Was auch so ein bisschen Kanon sein kann. Ich feiere sowas übertrieben. Okay. Oh, fuck. Der Soundtrack ist auch übertrieben geil von dieser Mod, ehrlich. Wo ist der Typ denn? Da ist er. Ja, Blue Shift haben wir ja auch vor kurzem eigentlich durchgespielt. Habe ich hier nämlich auch noch aufgenommen. Vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten jetzt. Plus The Possing Force. Das heißt, eigentlich sollten uns hier die eine oder anderen Orte sollten uns hier gleich bekannt vorkommen. Relativ zumindest. Oh. Weißt du halt auch noch nicht, ob die Azur Sheep Mod schon komplett fertig entwickelt ist? Aber ich meine zumindest schon. Oh. Das ist nicht gut. Hallo? Oh, Revolver. Und noch mehr springen.
Ich habe das Gefühl, das geht nicht. So, Arsch. LOL! Mal da hinten war doch auch noch was. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier geht's allgemein nicht weiter. Da müssen wir aber irgendwie rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da hinten aus dem Raum irgendwas für den Scheiß hier holen müssen. Oder irgendwas aktivieren oder so. Dann kommen wir bestimmt hier raus wieder. Oh fuck, wir haben keine Munition mehr. Ich glaube, wir brauchen eine Springladung, kann das sein? Und bumm. Alter. Okay. Das scheint geklappt zu haben. Oh, guck mal. Ah, ne, doch nicht. Alles gut. Ich dachte, das wäre ein Bug gewesen. Aber nicht gewesen. Oh. Okay, keine Kollision. Braucht man ja auch nicht. Ladedaten. Steht zwar jetzt nicht hier, aber ich gehe mal davon aus. Ah ja. Na, wollen wir wetten? Oh, ich glaube, der hat es nicht mehr geschafft. Oh, hi. Alter. Die haben es ja richtig krass animiert, die Viecher. Ja. Boah, Leute, ich finde diese Grafik auch allein, ne? Die ist so heftig gut gemacht. Das ist das von der Source Engine, ehrlich. Das ist so übertrieben, ne? Ich meine, guckt euch die Lichteffekte einfach mal an. Das ist so heftig. Oh nein.
schleichen. Nimmt das. Oh, lol. Ein Asshole. Alter Junge, übertreib doch gleich, ne? Na, wo geht's denn weiter hier? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich da durch kann. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Kann ich das nicht irgendwie abschalten? Ah, hier. Ich freue mich auch richtig schon auf Operation Black Mesa, ey. Also wenn das auch halbwegs so gut wird wie das hier, ne? Kann ich schon verstehen, warum die Entwicklungszeit so übertrieben lange dauert. Weil Operation Black Mesa wird ja für die, die es nicht wissen, auch nochmal ein Remake von Opposing Force und auch nochmal Blue Shift. Mit neuen Assets, ich glaube sogar komplett neuen Assets, also keine von Black Mesa. Also vom Half-Life 1 Remake, wie das hier zum Beispiel. Das hat ja auch die Assets von Black Mesa. Aber ich glaube, die versuchen da wirklich was komplett eigenes zu machen. So wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Meine Güte, wo ist der? Sieht ein bisschen gefährlich aus. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Oh Gott. Warum sind hier so viele Jumpscares, Alter? Da werde ich ja bestimmt reingehen gleich. Oh Mann, okay. Oh, warte. Oha.
Kann ich hier nicht durch? Alter, Leute, diese Effekte, ne? Diese Modder sind krank. Die sind einfach krank. Also im positiven Sinne, aber krank. Ladedaten. Also das ist echt richtig geil gemacht, ey. Ich habe auch allein dadurch jetzt nochmal richtig Bock, dieses Game nochmal zu spielen. Irgendwann jetzt natürlich, nicht jetzt, aber wenn es wirklich fertig ist. Ja, die Typen zerbomben auch alles oben, ey. Oh nein. Heiß. Na? Alter, die ganzen Splitter davon auch noch, ey. Okay, kann man auch machen. Oh, Junge, ey. Junge, wie kann man denn so übertrieben nervig sein? Ich meine, es gab auch noch nicht mal eine deutsche Übersetzung in den ersten Parts. Also es ist leider schon sehr lange her, wo ich es aufgenommen habe. Stimmt schon, ein Jahr oder so. Okay. Aber ich meine, die hatten das noch nicht mal auf Deutsch übersetzt. Jetzt haben wir ja mittlerweile wirklich eine deutsche Übersetzung auch. Krass. Richtig krass. Oh, Alter. Was geht denn jetzt ab? Wo hat denn das so gewackelt jetzt alles? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht sehr gesund sein, was ich jetzt hier mache. Okay, sehr windig. Ich glaube, so jetzt kommt so ein ähnlicher Part wie in originalen Blue Shift, wo wir diesen Wind... Scheiß hatten diese Fuck. Ist hier gerade eine Taschenlampe ausgegangen? Was ist denn das? Achso. Okay. Heißes Wasser. Verstehe. Ach, die ganzen... Aber die können wir nicht benutzen, ne? Die Batterien, die sind ja nur für einen Schutzanzug.
Ach Junge, ey. Wie soll ich denn da hinkommen? Also. Naja, AIV. Geht ja nicht, stimmt. Aber die kann ich, glaube ich, benutzen, oder? Nee. Hätte mich jetzt gewundert. Oh nö. Ach, jetzt sind wir unten, da wo der komische Wissenschaftler, glaube ich, lag. Oh mein Gott. Also glaube ich. Dieses komische Loch da. Der Gulag. Oh je. Es ist echt nicht das, wonach es aussieht, aber ich mach's einfach mal. Oh Gott! Weiß. Ach nee, sag jetzt nicht, ich muss auf die isolierten Dinger springen hier. Was war denn das jetzt? Heilige Scheiße. Verstanden, denke ich. Hm. Meine Güte. Ach, wo soll ich denn hin? Ich weiß noch nicht mal, wo lang. Hier ist irgendwie alles verwinkelt und... Aber von da komme ich. Glaube ich. Komme ich von da? Nee, komme ich hier nicht drauf. Doch, hier komme ich drauf. Wie bitte? Da hinten muss ich, glaube ich, hin. Ja, da muss ich lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aha. Und was hat das jetzt gebracht, dass ich hier gewesen bin? Jetzt mal ohne Spaß, was hat das gebracht? Aha. Da werde ich jetzt bestimmt durchgehen.
hätte sein können. Ha. Ich weiß, das hätte ich bestimmt auch besser machen können, aber... Heilige Scheiße. High Pressure Steam. So ein Arschloch sein. Finde ich okay. Da muss ich doch jetzt nicht... Ich denn da hoch? Weiß ich, ich muss hier durch das Wasser. Das hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Kann man ja nicht wissen, ne? Alter! Holy shit! Wo kommt der denn her? Okay, da komme ich nicht durch anscheinend. Ah, guck mal hier. Das hat doch gerade auch nicht funktioniert. Boah, Alter, ich doch schon, ey. Wundert mich ein bisschen, dass die können... Okay, machen die.
Hä, aber hier geht das. HIV, First Aid. Aber ich hab doch gar keinen HIV-Anzug. Hä? Eh nicht. Hey. Kann man denn so scheiße sein, ey? Das sieht irgendwie böse aus. Das sieht sogar sehr böse aus. Den erst ausschalten oder so? Coole Geräusche. Alter, es ist doch mein Tor, wenn ich da jetzt reingehe. Oder? Okay, nein. Hä, wohin denn? Oh nein. Oh, der Sound dabei noch. Perfekt. View. Ach man, ey. Ja, lad doch bitte. Ah. Hier ist doch irgendwas. Oh, verdammt. Will nicht. Nein. Ich weiß nicht, wo lang. Hier ist doch nichts. Ich weiß nicht, wo lang. Es geht doch in beiden Richtungen nicht weiter, so wie ich das sehe. Muss ich da hoch? Aber kann ich die scheiß Dinger nicht abschalten erstmal irgendwie? Kann doch nicht sein, ey. Ich komme da hinten nicht hin. Aha. Aha. So geht's natürlich auch.
12 mics. Roger, 86 Juliet. We know. Earth's port is inbound, but we already got casualties here. We got no sign of call 3, 4, 6, 4, 7. Copy that. We just set up a defensive zone in the basement, and they're moving up to the freight yard now. If there's any need for support, we'll let you know. Roger, thank you, 86 Juliet. Stay safe, guys. Güterdepot, da müssen wir hin. So, Dr. Rosenberg oder Rosenburg? Weiß ich jetzt nicht mehr. Den Typen, den wir auch noch aus dem originalen Black Mesa, aus dem normalen. Aus dem originalen. Hallo? Aus dem originalen, Blue Shift kennen und auch Decay. Sicher ist sicher. Ladedaten. Fast eine Dreiviertelstunde schon wieder rum. Alter, hä? So, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen auch an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part vom Black Mesa Blue Shift. Haut rein.